Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man bei Roblox diese grünen Knöpfe macht. Da gibt es natürlich dieses Roblox-Spiel, Please Donate, kennt jeder. Also erst geht ihr unten auf diese drei Knöpfe, auf mehr. Dann geht ihr auf Erstellen. Wenn ihr dann auf Erstellen seid, müsst ihr euch mal anmelden. Also ihr seid schon angemeldet, müsst ihr eigentlich nichts machen. Dann geht ihr oben auf die drei Striche, wo Startseite steht. Dann scrollst du runter und gehst auf Kreation. Dann gehst du, wo oben Dashboard steht, gehst du oben drauf. Ah ja, warte, wir sind schon da. Geh wieder raus. Klick auf deine eigene Map. Geh dann wieder oben da, wo Dashboard ist. Dann gehst du auf Pässe. Dann scrollst du hoch. Und dann steht da schon ein Pass erstellen. Ich mache das dann so. Also, sagen wir, ich stelle nur mal irgendeinen random Pass. Sagen wir jetzt mal 100.000. Also erstmal macht ihr einen Namen. Ich mache einfach nur L, irgendeinen Buchstabe. Ist egal, was ihr macht. Macht ihr einen Pass erstellen. So, dann geht ihr wieder da raus und geht dann, also bei euch wird es dann direkt auf der ersten Seite, aber ich muss auf die zweite gemacht, weil ich mehrere Pässe habe. Ah ne, warte, mein Pass ist auf der anderen Seite. Also ihr habt nur eine Seite, weil ihr nur einen Pass habt dann. Ihr könnt dann natürlich auch mehrere machen. Warte mal, wo ist jetzt der Pass? Also, nochmal ganz vorne. Ihr geht auf einfach Pass erstellen, geht ihr. So, was bis lange dauert, dann geht ihr irgendeinen Namen. Weil ich mache einfach den Namen L, mache ich. Und dann macht ihr einen Pass erstellen. So, der Clay, jetzt müsst ihr das mal kurz machen, ohne dass ich euch zeige. Dann geht ihr auf den Pass drauf. Und wenn ihr da auf den Pass drauf seid, musst du dann wieder auf die drei Striche oben drauf gehen. Also, ich gehe jetzt mal hier hin. Der Name L ist hier. Dann gehst du oben da, wo Dashboard ist, drauf. Gehst dann auf Verkäufe. Und dann musst du Artikel zum Verkauf, musst du da oben anmachen. Preis von Robux. Und schon hast du deinen eigenen Ständer in Roblox, wo diese grünen Pünktchen sind. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich. Bis bald und bye bye.